Ja, lieber Markus, vielen Dank für die Einführung, für die Vorstellung. Lieber Herr Rektor Gerzerbeck, auch vielen Dank für Ihre herzlichen und sehr persönlichen Worte. Ich möchte Sie wiederholen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen überwältigt. Ich freue mich sehr, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, an einem Montagabend teilweise sehr weit heranzureisen. Ich gehe mal davon aus, dass für euch der heutige Arbeitstag schon hinter euch liegt. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen und entspannen und euch gemeinsam mit mir auf das Buffet und auf ein Gläschen Wein, das wir hier jetzt schon zur Verfügung gestellt bekommen haben, unten in der Aula im Schwarköperhaus freuen. Ich bin zuerst von den Technikern angesprochen worden, wo meine Ehrengäste sitzen. Das hat mich kurz ins Stocken gebracht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und mir dachte, oh je, jetzt habe ich keine Ehrengäste. Hätte ich sollen welche einladen? Wenn ich hier in diese Runde schaue, bin ich der Meinung, ihr seid alle meine Ehrengäste. Wirklich ganz speziell, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Um diesen Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden, die der Herr Rektor schon angedeutet hat, möchte ich heute über Generationen sprechen. Ich werde mich ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen mit der Vergangenheit und ein bisschen mit der Zukunft und werde auch schauen, dass ich sozusagen die Konflikte, die zwischen den Generationen entstehen, eventuell auch mit Lösungen und Vorschlägen für die Überwindungen oder die Überwindung unterstützen kann. Dazu werden wir zu Beginn interaktiv uns gemeinsam dem Thema nähern, wo wir stehen. Ich werde daran anschließend ein bisschen aufzeigen, was wir bereits können. Das heißt unter anderem auch, woran unser Institut arbeitet und was wir bereits wissen und aber auch, wo wir hinwollen. Das heißt zum Schluss natürlich auch noch einige Visionen darlegen. An der BOKU befinden wir uns an einer Forschungsstätte. Wie das üblich ist an Universitäten, geht es ja immer um Forschung und Innovationen. Und im Regelfall haben Innovationen immer etwas Gutes, aber meistens auch etwas Ambivalentes. Ich möchte hier zu Beginn ein paar Errungenschaften der Technik aufzeigen, die unsere Gesellschaft maßgeblich geprägt haben. Da hätten wir als Beispiel die Erfindung des Wagenrades bereits mehrere Jahrtausende vor Christus, unter anderem auch die Einführung der Glühbirne als Symbol sozusagen für die Elektrizität, aber auch natürlich sozusagen die Anmeldung des Patents zum Verbrennungsmotorauto oder eigentlich die Einführung in die Serienproduktion. Bis hin, das spielte sich sozusagen im 19. Jahrhundert sehr stark ab, bis hin zur Weiterentwicklung und zum Beispiel der Erfindung der schlauchlosen Autoreifen. Das und vieles anderes mehr verschafft uns heutzutage eine Fülle von Infrastrukturen, an denen wir sehr stark profitieren und ganz toll uns sozusagen damit durch die Gegend schlagen. Jetzt habe ich meine erste Frage an Sie. Gibt es Studenten aus meiner Vorlesung hier? Die wüssten nämlich jetzt schon, was kommt. Und wenn die nicht da sind, dann werden wir das auch ohne sie schaffen. Wie Sie, glaube ich, sich vorstellen können, habe ich mich bestens vorbereitet heute auf meine Vorlesung und hier schon vorgearbeitet. Wir werden jetzt ein Quiz machen, sozusagen eine kleine Millionenshow. Und das bedarf, dass ich zwei Gruppen brauche, zwei Mannschaften. Ich würde sie jetzt weniger die Linken und die Rechten nennen, das ist mir politisch fast ein bisschen zu heikel. Also ich würde sie gerne vielleicht Gruppe Rektorat nennen und Gruppe Institut und würde alle bitten, sozusagen das Rektorat und mein Institut zu unterstützen. Das heißt, die Spielregel ist so, dass ich hier jetzt mal ungefähr diese zwei Gruppen unterteile anhand dieser Linie zwischen den Kameras durch. Und ich stelle Ihnen jeweils entweder eine Frage oder ein Statement. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten, A, B, C und D. Es zählt sozusagen die Zeit. Wer die Antwort kennt oder zumindest glaubt, sie zu kennen, soll bitte laut und deutlich den Buchstaben herausschreien, sodass ich zuordnen kann, von welcher Gruppe diese Antwort dann auch kommt. Wir können hier jetzt sozusagen die erste Probefrage mal fahren. Eben das Wiener Straßennetz umfasst derzeit eine Länge von rund A 220 Kilometer, 1100 Kilometer, 2500 Kilometer oder 2800 Kilometer. D habe ich hier als erstes gehört. Das ist
nächste Frage. Die ist natürlich richtig. Meine nächste Frage lautet: Ein wesentlicher Entwicklungssprung war die Erfindung des Stahlbetons im Jahr 1867. Nach seinem Erfinder wird es heute noch Montiereisen, Moniereisen, Frontiereisen. B war hier. Die organisierte Verbauung in den Oberläufen der Wildbäche begann in den 1850er Jahren, 1870ern, 1890ern oder 1920ern? Ist richtig. Falsch. Entschuldigung, mein Fehler. 1850 ist richtig, ich habe es von dieser Gruppe gehört. Ist das jetzt eine Streitfrage? Ich habe natürlich eine sofortige Ersatzfrage parat. Mit einer Höhe von über 70 Meter Bausubstanz gibt es derzeit in Wien 34 Gebäude, 43, 56 oder 65. Wer hat B gesagt? Gruppeninstitut. Hier als, bitte? B war richtig. Ja. Hier als kleine Ergänzung, als sozusagen Seiteninformation. Bereits 1889 wurde die erste Klimaanlage installiert in einem Gebäude in Chicago. Nur um sich sozusagen auch zu vergegenwärtigen, seit wann es diese Techniken gibt. Hier ist meine nächste Frage. Was ist das? Das stimmt, es gibt aber keinen Punkt. Wien stimmt auch, gibt aber auch keinen Punkt. Stimmt auch, gibt auch keinen Punkt. Stimmt grundsätzlich alles, aber es geht hier um den durchschnittlichen jährlichen Flächenverbrauch in Österreich, der die Größe von diesem Eck von Wien einnimmt oder umgelegt auf eine landwirtschaftliche Fläche diese Größenordnung einnimmt. Und jetzt ist noch die spannende Frage, wie groß ist dieser jährliche Flächenverbrauch nach aktuellen Daten des Umweltbundesamts? D. Jawohl. Weil sie es sind. Schiebung wahrscheinlich, oder? Es gibt noch viele Möglichkeiten, das später wieder einzuholen. Österreich liegt mit 1,7 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kopf im europäischen Vergleich auf Platz 2, 4, 6 oder 8? 2. Jawohl. Das ist insofern interessant, weil dieser Pro-Kopf-Flächenverbrauch eigentlich sozusagen ein Maß ist für die Wirtschaftsleistung beziehungsweise für den Wohlstand sozusagen einer Gesellschaft widerspiegelt. Da liegen wir hier sehr gut darin. Es ist aber natürlich immer Frage der Wahrnehmung und der Konnotationen. Ich persönlich verbinde damit einen sehr unangenehmen Seiteneffekt, dass nämlich damit auch sehr viele Flächen verbaut werden und wirklich auch versiegelt werden. Was erstaunlich ist, dass Österreich zum Beispiel 125 Fressnapf-Filialen braucht. Damit habe ich vorher eigentlich auch nicht gerechnet. So, ich glaube, langsam wissen Sie, worauf ich hinaus will. Wir sind quasi eine der Generationen, die das D quasi aufs Hirn gestempelt bekommen hat. Wenn wir uns die Bedeutung dieses Wortes ansehen, jetzt abseits von der ursprünglichen medizinischen Bedeutung, haben wir es mit einer gewissen Form von Pervertierung zu tun. Auf jeden Fall mit einer Rückbildung von natürlichen Räumen, mit dem Verfall, bis hin zu einem kulturellen Abstieg der Gesellschaft und natürlich mit Funktionsverlusten, mit sehr großen Funktionsverlusten, die, glaube ich, mittlerweile weitgehend bekannt sind, speziell auch in dieser doch fachnahen Runde, wo es darum geht, dass wir Ökosysteme verlieren, dass wir Bodenfunktionen verlieren, dass wir Naturräume
verlieren natürlich sehr viele Lebewesen, die uns aber auch Dienste erweisen. Und das ist natürlich nicht ganz so positiv. So, während ihr jetzt nachdenkt, muss ich gerade einen Schluck trinken. Das ist nämlich meine nächste Frage: Was ist das für ein Gebäude? Die Mutgasse, Mutgasse 1. Da gibt es einen Punkt. Da sieht man natürlich den Heimvorteil. Beziehungsweise es gibt auch immer jemanden, der die Antwort weiß. Das ist natürlich das Schöne dran. Genau. Es ist leider nicht alles Gold, das glänzt, muss man hier anmerken. Und es gibt auch einen bestimmten Grund, warum die Mutgasse hier Eingang in meine Fragensammlung gefunden hat. Welche der folgenden Situationen werden seit vielen Jahren aus der Mutgasse berichtet? Ich habe A gehört, wo war das? A. Wer hat B gesagt? Na, alle. Alle Antworten. Das ist eigentlich richtig, leider. Sie nehmen mir die Worte vorweg. Diese Informationen haben wir aus einer laufenden Masterarbeit. Ein Student von mir hat hier Erhebungen durchgeführt, unter anderem auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befragt, zu einem bestimmten Zwecke natürlich. Er hat sich auch mit dem Gebäude und mit der Konstruktion sehr stark auseinandergesetzt und im Rahmen von Hitzeschutzberechnungen auch Indizien abgeleitet für einen mangelnden Hitzeschutz dieses Gebäudes, das aus den 80ern oder ich weiß nicht auswendig, Anfang 90er Jahre stammt. 91, genau. Also gut getroffen. Unter anderem zum Beispiel ist es so, dass die Temperaturamplitudendämpfung, also sozusagen diesen Hitzeaufbau, einen dreifach erhöhten Wert aufweist im Vergleich zu den geforderten Werten und dass auch der Wärmedurchgangskoeffizient nicht mehr den Anforderungen oder den heutigen Anforderungen entspricht. Das ergibt sich daraus, dass das eben der Konstruktionstyp aus dieser Zeit natürlich sozusagen klarerweise ein bisschen hinten nachhinkt den Anforderungen, die wir heute stellen und haben. Andererseits, dass natürlich die Exposition sehr stark Südost ausgerichtet ist, dass wir sehr große Fensterflächen haben und natürlich sehr große Flächen an einer Glas- und Aluminiumfassade aufgehängt an einer Pfostenriegelkonstruktion. Das Ganze schaut dann sozusagen vor Ort so aus. Ist jetzt ein bisschen weniger Fenster als das Foto zuvor, wie man sehen kann. Und sein Planungsziel oder sein Aufgabenziel war, eine Begrünungsversion oder eine Fassadenbegrünungsversion möglicherweise zu entwickeln, die zu einer Temperaturreduktion führen kann. Die Motivation von dieser Arbeit stammt eigentlich von Kollegen und Mitarbeiterinnen vom ehemaligen Institut von Willi Leuskandl, weil sich die seit Jahren bemühen, hier irgendwie Erleichterung sich zu verschaffen und mich angefragt haben, ob man nicht mit Begrünungen etwas machen kann. Und wir mussten zugeben, zu diesem Zeitpunkt war uns jetzt nicht bekannt, wie weit die Reife sozusagen in den Techniken für Begrünungen entlang oder an Glasfassaden ist. Daher ist auch die Diplomarbeit entstanden oder Masterarbeit. Das heißt, die Herausforderung, die in dieser Arbeit entstanden sind, ist, dass ich jetzt abseits der starken Besonnung, er nennt sie sogar 100% Besonnung und hat eben nachgewiesen in einem Simulationsmodell sozusagen für den Schattenwurf tägliche Sonnenstunden von über mindestens 7 Stunden im April zum Beispiel und im September. Die steigen im Sommer, im Hochsommer natürlich fast auf 9 Stunden auf. Und daher ist auch diese große Hitzeentwicklung. Andere Herausforderungen sind natürlich, dass jetzt mit solchen Konstruktionen es bisher keine Erfahrungen gab für Begrünungen, beziehungsweise auch bestimmte konstruktive Einschränkungen vorliegen. Zum einen, dass kein Bodenanschluss für die Pflanzen möglich ist, weil sozusagen diese Glasfassade auf der Terrasse oben aufgebaut ist, beziehungsweise weil keine Lastabtragung an der Fassade aufgrund dieser Pfostenriegelkonstruktion möglich ist. So, nur zur kleinen Orientierung, wo wir jetzt umgehen, eben im Punkt, wo wir bereits stehen. Ich schließe hier jetzt an, was wir bereits können. Ich spreche hier natürlich auch von Grünfassaden. Ich rede hier aber nicht von Vorhängen zur Beschattung, sondern natürlich schon von echtem Grün.
wie wir das mittlerweile sehr schön sehen können an der neu renovierten Fassade oder neue Fassade vom Gregor-Mendel-Haus. Das ist ein Foto von diesem Sommer, jetzt weiß ich nicht genau, ein gutes Jahr, glaube ich, nach der Installation. Die Arbeit wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin vom Institut im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung realisiert, gemeinsam mit den Studierenden. Ein anderes, mittlerweile international berühmtes Beispiel ist die begrünte Fassade von der M48, an der die Uli Pitter und der Bernhard Schaaf seit Jahren, also zum einen die Fassade mit aufgebaut haben und seit Jahren Messungen durchführen. Das heißt, dass das Institut seit geraumer Zeit an der Forschung von alternativen Isolierungsmöglichkeiten auch durch Fassadenbegrünungen beteiligt ist und das mittlerweile auch nachgewiesen ist, nicht nur von den Arbeiten von unseren Mitarbeiterinnen, sondern auch von vielen anderen Institutionen. Bernhard und Uli haben Leistungen festgestellt von 1000 Kilowattstunden an einem Sommertag Einsparung. Das entspricht, wenn ich mich jetzt nicht irre, hast du mal gesagt, ungefähr 45 bis 50 Kühlgeräten, die hier sozusagen kompensiert werden können. Es wurden auch Messungen zur Verdunstung getan, wo 1800 Liter Wasser an einem heißen Tag über die gesamte Fassade verdunstet werden können. Das entspricht Verdunstungsleistungen von ca. 10 vollwertigen Bäumen, also Bäumen mit sehr hohen Leistungen. Fakt ist oder ausschlaggebend ist auch jetzt für die Mutgasse, dass die Dämm- und Isolierungswirkungen vielfach nachgewiesen sind mittlerweile, dass wir auch ausgleichende Wirkungen und Verteilungen der Solarstrahlungen erhalten über die begrünten Fassaden, eben einerseits sozusagen durch die Verdunstungsleistung, einer gewissen Abkühlung, natürlich auch über die Reflexion. Es wird auch dargestellt in teilweise vereinfachten Energiebilanzen, die ist auch nicht mehr ganz jung, ich glaube schon von 2013. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir neue Daten hier zusammenführen, verbesserte Eindrücke auch verschaffen können. Der Julian Konrads, der Masterstudent, hat jetzt diese Erfahrungswerte oder diese Berichte herangenommen, um hier sozusagen seine Idee auch weiterzuentwickeln. Und er ist zum Schluss gekommen, dass es nötig ist, die Fensterflächen zu verschatten. Und er hat sich an Vorbildern orientiert, die es bereits gibt, zum Beispiel an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Grabnergasse, die sozusagen die Grundlage für seine Konstruktionsentwicklung sind oder waren. Er hat sich für ein Sonnensegel oder eigentlich ein Pflanzensegel entschieden, das der Fassade vorgelagert wird, also an einer Stahlseilaufhängung von oben von der Konstruktion her angebracht wird, beziehungsweise zur Hälfte von unten auf dieser Terrassenebene aufgetragen wird. In seinen Simulationsrechnungen hat er jedoch festgestellt, dass er über so eine Konstruktion eine Verschattung der Fläche von 55% erreichen kann. Das heißt, da gibt es natürlich auch noch Spielraum. So, das sind jetzt aktuell ein paar neuere Informationen. Die Herausforderungen gehen hier natürlich stark weiter. Bei der Begrünung von High-Rises, die jetzt gerade beginnen anzulaufen, stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Wir werden möglicherweise die Möglichkeit haben, hier auch ein bisschen Forschung zu betreiben, was die Konditionen in den hohen Höhen betrifft, bezüglich der Pflanzen, die wir einsetzen können, auch ihrer Leistungen in Bezug auf die Windbelastung, die herrscht, aber auch in Bezug auf Transpirationsleistungen und so weiter. Und natürlich gibt es auch noch genügend Herausforderungen, was die Konstruktionen betrifft, die Systeme zur Bewässerung, die Vorrichtungen, die auch zur Pflege nötig sein werden. Also es gibt hier noch genügend Forschungsfelder. Im Zusammenhang mit Gebäudebegrünungen setzen wir uns auch in einem anderen Projekt auf eine andere Art und Weise auseinander. Das Projekt nennt sich Urbane GmbH. Es geht um urbane Grünraumpotenziale im verbauten Bestand. Das ist ein Partnerprojekt des Innovationslabor Grünstadt Grau. Das Innovationslabor ist ein neues Förderinstrument der FFG im Rahmen des Programms Stadt der Zukunft von BMFIT, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Stadtviertel sozusagen zu begrünen, mit dem Auftrag an das Labor, hier sozusagen als Endziel oder als finales Ziel eine lückenlose Begrünung dieses Quartiers zu erreichen. Wir haben jetzt mit diesem Innovationslabor eines der Projektgebiete gemeinsam. Das ist das Gebiet Innerfavoriten mit dem Greta-Viertel. An diesem wollen wir versuchen, dieses Potenzial zu ermitteln. Gleichzeitig uns auch sozusagen anzusehen, wie weit hier die Technologien sind, also diesen State of the Art der Technologien zu erfassen, den Technology Readiness Level zu erfassen, ökonomische Bewertungsansätze zu begutachten, in welche Richtung die gehen können, um auch abzuleiten zu können, welche Maßnahmen können gesetzt werden, jetzt oder in der nahen Zukunft.
Aus der forscherischen Sicht besonders spannend ist hier jetzt eigentlich die Methodenentwicklung. Wir haben hier die Aufgabe, dass wir mehrere existierende Erhebungsinstrumente für solche Potenzialerhebungen durchspielen oder anwenden, um sie zu verifizieren und vor allem um sie zu verknüpfen, weil die einzelnen Instrumente natürlich Lücken und Limitationen haben in Bezug auf sozusagen ein Gesamtpotenzial ableiten zu können. Teilweise sind es einfach nur fragmentierte Ansätze beziehungsweise sehr generelle Potenziale. Das heißt, das Ziel ist, hier auch Werte einbringen zu können oder Daten und Informationen einbringen zu können bezüglich technischer Konstruktionen, statischer Anforderungen oder auch zum Beispiel denkmalschützerischer Gebäudeinformationen und so weiter. Ja, auf diese und auch auf andere Art und Weise unterstützen wir die Strategie der Green Infrastructures der EU. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen und von euch damit in irgendeiner Art und Weise schon in Berührung kamen oder eine Assoziation haben. Die Kommission versteht darunter ein strategisch geplantes Netzwerk an natürlichen oder seminatürlichen Bereichen oder Flächen mit dem Ziel, die Ökosysteme und ihre Leistungen und Dienstleistungen wiederherzustellen. Ein Begriff, der vielleicht im Moment noch ein bisschen weniger bekannt ist, weil er auch neuer ist, sind die Nature-Based Solutions. Hierunter versteht die Kommission oder eigentlich die DG Research, dass solche Nature-Based Solutions inspiriert sind von der Natur, auch unterstützt werden von der Natur bzw. kopiert werden. Und dass sie natürlich auch ein Instrument sind eigentlich für die, um diese Strategie der grünen Infrastrukturen durchzuführen oder durchzusetzen, beziehungsweise auch um unsere Resilienzen zu erhöhen. Eine erstaunliche Parallele habe ich dahingehend festgestellt, dass dieses Konzept der Nature-Based Solutions sehr stark konform geht mit dem Wesen und den Charakteristiken der Ingenieurbiologie. Mit ingenieurbiologischen Systemen erreichen wir Systeme oder Bestände, die sich selbst erhalten können. Wir können damit Ökosysteme wiederherstellen und kreieren oder initiieren. Wir erreichen damit eine Reduktion der Risiken im Bereich der Hochwasserrisiken. Wir erreichen damit auch eine gewisse Art von Hochwasserschutz. Wir erreichen damit auch eine Erhöhung der Resilienz. Und in Siedlungsräumen haben wir auch andere Profite, von denen wir hier nutzen können, zum Beispiel eben die Beeinflussung der Temperaturen, die Verringerung sozusagen dieses Urban Heat Stresses und auch natürlich eine Verbesserung der Luftqualität. Das heißt, mit diesen Nature-Based Solutions treffen wir die Ingenieurbiologie und ihre Anwendungen oder ihre Methoden und Maßnahmen im Kern. Wir verwenden in der Ingenieurbiologie Pflanzen und Pflanzenteile für Arbeiten im Bauwesen, für die Landschaftsentwicklung, für Sicherungsarbeiten, also zur Sicherung unserer Nutzflächen und Infrastrukturen. Und das gelingt uns daher, weil wir sozusagen hier eben natürliche Einrichtungen der Pflanzen uns zunutze machen oder eben teilweise auch kopieren. Das sind zum Beispiel einerseits die Nutzbarmachung der biologischen und physiologischen Eigenschaften, wie etwa die Austriebsfähigkeit nach Verletzungen, nach Schnitten oder etwa die Bildung von attentiven Wurzeln entlang von Stämmen oder an der Rinde durch Übererdung. Das sind alles natürliche Prozesse, die hier in der Ingenieurbiologie methodisch eingesetzt werden, um sie ganz gezielt in bestimmten Konstruktionsdesigns auch anzuwenden. Ja, im Lichte dieser Nature-Based Solutions sehe ich für die Ingenieurbiologie neue Trends, die sich teilweise schon recht klar abzeichnen, auch international. Das heißt, wir werden jetzt, bisher haben wir uns mit der Ingenieurbiologie sehr stark außerhalb der Siedlungsgebiete aufgehalten. Die Ingenieurbiologie wird stärker in die Siedlungsgebiete reinziehen, also Einzug halten. Wir werden auch dafür neue Maßnahmentypen oder adoptierte Maßnahmentypen entwickeln, vielleicht auch verschiedene andere Arten und Pflanzengruppen verwenden, die wir bisher nicht so stark im Einsatz haben oder hatten, wie etwa Stauden, Nutzpflanzen oder auch Reststoffe aus der Landwirtschaft und Obstbau. Dazu gibt es schon Arbeiten, zum Beispiel in Sizilien. Und wir können auch die ingenieurbiologischen Systeme auch als Natural Capital betrachten. Das heißt, in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, diese Bestände zu erfassen. Das schließt sehr stark an Arbeiten, die ich unter anderem früher auch gemacht habe. Es wird auch darum gehen, diese ökonomisch zu bewerten.
International gesehen entwickelt sich auch ein neuer Trend und hier möchte ich auch wirklich bedeutsam erwähnen, dass die BOKU sehr lange Zeit wirklich eine Pionierfunktion hatte mit der Professur durch den Florian Florinet für Ingenieurpolitik und Landschaftsbau. Also die einzige Professur in ganz Europa, ich glaube sogar weltweit, die dieses Fach als Hauptfach hat. Allerdings ziehen hier andere Universitäten sehr stark nach. Jetzt im Moment entwickeln sich oder werden gerade Masterstudien in Portugal entwickelt oder PhD-Programme. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in diesem Fach sich in den nächsten Jahren sehr viel tun wird und wir hier auch sehr stark gefordert sein werden. So, kurz zur Orientierung. Wir sind jetzt dahin schon angelangt, wo wir noch hinwollen, beziehungsweise wo meine Visionen hingehen. Auf dieser Achse zwischen Degeneration und Regeneration befinden wir uns aktuell jetzt gerade ungefähr hier. Das heißt, wir haben zurzeit eine Reihe von Strategien, die mehr oder weniger ineinander spielen oder sich ergänzen. Dazu gehören die Biodiversitätsstrategie, die Nachhaltigkeitsstrategie, die Klimawandelanpassungsstrategien, die verschiedenen Energiestrategien, viele andere Richtlinien und mehr. Wir haben ein Spektrum an Lösungen technischer Natur, vegetationstechnische Lösungen, die wir einsetzen können. Wir haben auch die eine oder andere Vorgabe, wie etwa die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, also Kompensationsmaßnahmen von zum Beispiel Verlusten durch Baumaßnahmen oder etwa auch in der Wiener Bauordnung die Vorgabe, dass neue Flachdächer zu begrünen sind. Was wir de facto brauchen werden für die nächste Zeit, sind eben diese Lösungen und Maßnahmen zu verstärken und zu intensivieren. Das ist dringend notwendig, also hier müssen wir wirklich offensiv und proaktiv arbeiten. Wir werden auch, oder die Strategien werden sich wahrscheinlich auf die eine oder andere Art auch noch hier ergänzen oder häufen. Wir werden insbesondere Investoren brauchen und Unternehmen und Unternehmungen, die hier bereit sind, diese Konzepte aufzunehmen und vor allem umzusetzen. Und wir werden vermutlich auch noch die eine oder andere Vorgabe oder Reglementierung brauchen. Damit lande ich auch schon bei meiner Vision. Die Nachhaltigkeitsstrategie von 2010 hat als Zielwert für die Reduktion des Flächenverbrauchs, der derzeit bei knapp 15 Hektar am Tag liegt, auf 2 Hektar am Tag. Wie wir vorhin schon gesehen haben, sind wir von diesem Ziel derzeit noch recht weit entfernt. Das heißt, wir müssen hier eigentlich sehr offensiv bis fast aggressiv herangehen, um uns diesem Ziel zu nähern. Ich denke, das könnte möglich sein über Entsiegelungskampagnen und über den Rückbau von Flächen. Dieser Begriff ist eigentlich im Moment noch nicht geklärt. Die Pia Minixhofer, meine Dissertantin, setzt sich jetzt schon mit diesem Thema näher auseinander, um einerseits auch eben diese begriffliche Abgrenzung festzulegen. Es gibt verschiedene Anwendungen zu anderen Themen in diesem sozusagen Umkreis. Ich verstehe darunter den Rückbau von Flächen insofern, dass neben der Öffnung auch eine Wiederherstellung von Vegetationsflächen zu passieren hat, die sozusagen auch Verdunstungsleistungen oder Verdunstung leisten kann und natürlich auch eine Aufnahme von Wasser. Wozu brauchen wir das? Aus meiner Sicht, um die ökologischen und auch wirtschaftlichen negativen Folgen zu kompensieren, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, um unsere Retentionsräume in der Anzahl zu erhöhen oder von der Fläche her, Verdunstungsflächen zu schaffen, auch Ersatzlebensräume und die Hitzeinseln zu reduzieren. Und auch, weil ich der Meinung bin, dass sie ganz einfach schöner sind. Wie man zum Beispiel hier sieht, also internationale Architekten gehen ja schon deutlich offensiver in der Planung oder im Design mit solchen Grünstrukturen um. Österreich ist da ein bisschen zurückhaltender. Vielversprechend sind hier auch Konzepte, die sozusagen die Gebäude in die Natur integrieren und nicht umgekehrt. Also auch das ist ein Weg, wo ich sozusagen auch die Zukunft sehe, wo wir uns hin entwickeln können. Für diese Vision Flächenrückbau hat das Institut eine Menge Kompetenzen aufzuweisen, die über die Jahre schon unter Florian Florinet und mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr intensiv aufgebaut wurden. Wir haben sehr viel Know-how für offene Oberflächenbefestigung, für Infiltrations- und Speichersubstrate, natürlich für die verschiedenen Pflanzengesellschaften und Gruppen mit verschiedenen Funktionen und natürlich auch Stabilisierungsmaßnahmen. Ebenfalls auch für den Einsatz oder für die Kreation von multifunktionalen Flächen.
möchte in dem Zusammenhang natürlich auch das Institut noch vorstellen. Wir haben ja die Arbeitsgruppe Vegetationstechnik mit der Leiterin Ulrike Peter, die sich mit den grünen Infrastrukturen sehr stark auseinandersetzt, mit der Bauwerksbegrünung und seit einiger Zeit eben an dieser Substratentwicklung stark beteiligt ist. Wir haben hier die Gruppe Landschaftsbautechnik mit der Leiterin Anita Drechsel, die zu Natursteinmauerbau und Natursteinpflastern arbeitet, der Holzverwendung im Freiraum, auch neue Materialien im Freiraum. Und sie forscht auch sie macht auch Arbeiten zur historischen Bauforschung und leitet hier Konzepte für die Sanierung und für die Erhaltung ab. Und wir haben zu guter Letzt noch die Arbeitsgruppe Ingenieurbiologie mit dem Hans-Peter Rauch als Leiter, der sich mit seiner Gruppe sehr stark den ingenieurbiologischen Anwendungen widmet, der unter anderem Lifecycle-Analysen macht von lebenden Bauwerken, der Modellierungsversuche durchführt von lebenden Pflanzen und verschiedene Ansätze in Richtung der Verwendung und Verwertung sich überlegt. Ich selbst habe natürlich auch sozusagen oder sehe auch eine gewisse Mission. Ich denke, dass es an uns liegt, den Landschaftsbau, der per se jetzt doch nicht ganz ressourcenschonend arbeitet bisher und der auch ein bisschen ein Zeichen der Wohlstandsgesellschaft ist, dass wir hier einiges beitragen müssen, um ihn ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, wir werden uns ein bisschen mehr auch insgesamt mit Lifecycle-Analysen und dem Footprinting auseinandersetzen müssen bezüglich Ressourcen- und Energieverbrauch, beziehungsweise auch dem bisherigen Einsatz von fossilbasierten Materialien. Wichtig ist, um hier auch Innovationen in Gang zu bringen, dass wir uns mit neuen Techniken auseinandersetzen, Low-Tech-Konstruktionen, Recycling, Upcycling und so weiter, beziehungsweise ein großes Thema aus meiner Sicht werden auch die Nachnutzungskonzepte werden. Ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, ist sich zu überlegen, ob und in welcher Form wir ingenieurbiologische und vegetationstechnische Techniken einsetzen können für die Rohstoffproduktion, für die Bioökonomie. Das ist ein Themenfeld, das bisher eigentlich noch total unangetastet ist. Ich sehe neben dieser fachlichen Verantwortung aber auch einen sehr starken Auftrag in Richtung der sozialen Dimension. Ich denke, es liegt sehr wohl sehr stark an uns, hier auch eine gewisse Informationsleistung auszuüben, beizutragen zur Bewusstseinsbildung, zur Meinungsbildung und auch Initiativen zu unterstützen, wie etwa Entsiegelungskampagnen oder die Ökologisierung von Betriebs- und Industrieflächen. Daraus ergibt sich, dass wir neben diesen drei bisherigen Arbeitsgruppen uns auch neue Arbeitsfelder erschließen, mit der Hilfe von den neuen Assistenzstellen, die ich bekommen habe, dankenswerterweise, unter anderem zum Thema Flächenrückbau, klimaneutrale Anwendungen, Nachhaltigkeiten, wo wir schon so einen Ansatz Vorarbeiten hier haben, eben zur Rohstoffbereitstellung und auch den Dialog mit der Gesellschaft. So, jetzt gibt es noch die Möglichkeit. Der Stand ist 6 zu 6, oder? Sehr ausgeglichen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, sich 5 entscheidende Punkte zu holen. Und zwar indem ihr ratet, was die einzelnen Buchstaben bedeuten könnten. Alles ist möglich. Also laut und deutlich herausschreiben, dass ihr schon herausschreiben, sich zuordnen kann. Forschung und Entwicklung. Nein? Die Energie. Jawohl! Landschaftsplanung? Nein. Effizienz? Nein. Effizienz? Nein. Entwicklung? Nein. Energie? Das schon. Energie hatten wir schon, da gab es schon einen Punkt. Architektur vielleicht? Auch nicht? Das ist schwierig, ich weiß. Emissionen? Auch nicht? Bevor ich das auflöse, würde ich sagen, ich mache jetzt den Schluss. Auch nicht? Ich schlage vor, ich mache jetzt einfach den Schlusspfiff und es gibt einen klaren Sieger. Die Entscheidung wurde von Florian sozusagen gefällt, das ist wirklich löblich. Freue mich sehr. Die Buchstaben E und E stehen für Energie und Emotion, die ich von meinen Lebens- und Lebensabschnittspartnern bekomme, denen ich sehr dankbar bin. Ich weiß, ihr fragt sich jetzt alle, wer ist.
Energie und Emotion erhalte ich aber auch von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und zwar jeden Tag. Ich möchte euch jeden Einzelnen und jeder Einzelnen dafür herzlich danken. Ich freue mich, jeden Tag aufs Institut zu kommen. Mir bereitet die Arbeit sehr viel Spaß und Freude. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich bedanke mich herzlich für euren Einsatz, für eure Motivation und für euer Feedback auch. Ja, damit komme ich eigentlich zum Abschluss. Ich habe lange überlegt, welche Message to go sozusagen zum Tagesthema hier passend erscheint. Ich habe eigentlich nichts gefunden, außer dass ich meine ganz höchstpersönliche Perspektive zu diesem Thema hier noch in den Raum stellen möchte. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Liebe Rosi, man merkt den frischen Wind, mit dem du durch die Antrittsvorlesung fegst. Wunderschön. Es ist eine gute Tradition, dass diese Vorlesungen aufgezeichnet werden auch. Und aus dem Grund hätten wir auch gerne, dass auch die Fragen, die jetzt kommen, laut und hörbar sind. Zu dem Zweck würde ich darum bitten, dass wir uns jeweils die Zeit nehmen, bis das Mikro der oder die Fragen, die erreicht hat, sodass die wirklich gut zu hören sind. Und damit Bühne frei für die Fragen, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hast von der Versiegelung der Flächen gesprochen. Und meine Frage wäre jetzt, diese 15 Hektar pro Tag, sind das wirklich komplett versiegelte Flächen oder sind da auch eben Neubaugebiete dabei, wo eben der Garten und so weiter auch mit eingeschlossen ist? Also das heißt, sprechen wir bei diesen 15 Hektar wirklich von komplett versiegelten Flächen oder sind ja auch schon die neuen Richtlinien mit dabei, dass hier entsprechende Wasserrückhalt und so weiter auch bei diesen Neubaugebieten, Einfamilienbauten und so weiter auch berücksichtigt sind? Danke für die Frage, ist eine gute Frage, die habe ich mir natürlich auch gestellt und versucht zu recherchieren. Wenn ich das richtig gesehen oder gehört habe, ist der Helmer vom Bundesamt hier. Oder auch der Sepp ist hier. Dieser Flächenverbrauch, der beinhaltet meines Wissens, das sind aktuelle Zahlen der letzten 3 Jahre, die Flächenverbrauch sozusagen hat ein bisschen abgenommen von knapp 18 Hektar auf jetzt knapp 15 Hektar. Meines Wissens nach beinhaltet er die tatsächlich versiegelte Fläche, das heißt Bau, Verkehrsflächen, alles was so wirklich dicht gemacht ist. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wenn Kompensationsmaßnahmen zu tragen kommen, wie die hier einfließen. Kann ich so nicht beantworten. Weitere Fragen? Dann hätte ich ja eine. Mir gefällt ja dein Bild sehr, sehr gut aus irgendwelchen Gründen heraus, aber mir gefallen auch Gründächer sehr gut. Und ich habe in Island zum Beispiel oder in vielen Regionen gab es ja lange Zeit traditionell Gründächer. Warum sind die eigentlich dann außer der Mode gekommen? Was ist das Problem? Warum sie aus der Mode gekommen sind? Ich assoziiere das eigentlich immer sehr stark mit der Entwicklung von Materialien und Techniken. Ich glaube, also gerade dieses 19. Jahrhundert, wie wir auch in diesen Beispielen vom Quiz gesehen haben, war eine Zeit, wo die technische Entwicklung sehr stark vorangeschritten ist und das reicht sehr stark hinein natürlich ins 20. Jahrhundert, in die 50er, 60er Jahre. War ein Bereich, wo sehr viel mit Beton, mit Zement gearbeitet wurde. Ich gehe davon aus, dass das natürlich, ich meine, das war sozusagen ein Aufschwung, auch ein wirtschaftlicher Aufschwung. Ich glaube, dass das mit ein Grund war, dass man auch diese neuen Techniken und Materialien einsetzen wollte und auch teilweise natürlich auch Vorteile gesehen hat, die man oder deren Nachteile man nicht gleich erkennt. Ich meine, ein schönes Beispiel ist ja eben, Gott sei Dank gibt es jetzt ein neues Haus, das Schwarköferhaus. In den 70er, 80er Jahren wurde Asbest eingesetzt als sehr vielversprechendes Material mit sehr vielen guten Eigenschaften. Anfänglich, 10 Jahre später, hat man erkannt, dass diese Materialien aber auch andere, weniger gute Eigenschaften besitzen, die sehr nachteilig sein können. Und ich denke, dass das mit ein Grund ist, warum hier sozusagen über die Zeit gesehen gewisse Entwicklungen dann auch eher als wieder als nachteilig verschwinden sollen oder müssen. Ja, danke, Rosi. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf diese Begrünungen in den Städten. Mhm. Ich habe es jetzt nicht gesehen, vielleicht habe ich es aber noch übersehen. Denkst du da auch an Ernährungssicherung, indem man diese Grünpflanzen auch nutzt, um
Nahrungsmittel zu produzieren? Ja, also ich denke schon, dass das mit der Rolle spielt. Ich meine, zum einen gibt es eine Vielzahl an Bewegungen, die dieses Thema einfach schon aufgreifen. Also es sind hier zwei Bewegungen, die vielleicht eine Rolle spielen. Zum einen ist es der tatsächliche Rückgang der Landwirtschaft. Also ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber vor 2-3 Jahren habe ich mich mal näher damit auseinandergesetzt. Die Anteile der landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. die landwirtschaftlich geführten Betriebe selber hat sich sozusagen, glaube ich, um die Hälfte verringert. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Und es wird auch ein Thema werden, sich wieder stärker mit der Eigenproduktion auseinanderzusetzen, aus meiner Sicht. Unter anderem auch, weil es eine Qualitätsfrage ist. Also das, was wir zu kaufen bekommen, das entspricht nicht mehr unseren Qualitätsansprüchen. Und gleichzeitig das, was derzeit über Bioqualität zu erhalten ist, ist aber auch sehr teuer. Das ist nicht leistbar für die breite Masse. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Also ich denke schon, dass diese Grünmaßnahmen in den Städten diese Entwicklungen mit sich tragen und auch ganz viele Trends, denen man folgt, also gibt es ja wirkliche Bewegungen, die kann ich jetzt gar nicht aufzählen, weil ich jetzt kein Mensch bin, der ständig im Internet rumkurft und sich diese ganzen Crowds anschaut, die sich hier aktiv bewegen, aber es ist wirklich eine große Community geworden. Also ich denke, dass es ein Thema ist und ich denke auch, dass es ein Thema sein muss, einfach um die Lebensmittelsicherheit auch zu gewährleisten. Woran ich hier natürlich denke, ist jetzt weniger dieses kleinteilige Urban Farming in den Städten, sondern woran ich denke, ist wirklich dieser Rückbau von größeren Flächen auch im Land. Um die Städte mache ich mir im Moment keine Sorgen mehr. Hier haben wir eine Vielzahl an Initiativen. Auch, dass die Stadtverwaltungen Verantwortungen übernommen haben, teilweise auch eigene Stadtstrategien schon entworfen haben, wie sie diesen Ansprüchen wieder gerecht werden können. Aber im Moment sehe ich noch eine große Problematik im ländlichen Raum, weil hier wird eigentlich noch fleißig vor sich hingebaut. Das Bewusstsein ist dort noch überhaupt nicht da, wahrscheinlich auch, weil daneben noch genügend Grünraum vorhanden ist. Aber man sieht wahrscheinlich diese Problematik nicht. Aber ich meine, vielleicht habt ihr das eine oder andere Bild im Kopf, das sind Bilder aus meiner Heimatgegend. Es ist erschreckend, jedes Mal, wenn ich draußen hinkomme, sehe ich einen neuen Parkplatz, der komplett überdimensioniert ist, wo kein einziger Baum mehr draufsteht und wo wirklich, da gibt es kein Fugenpflaster und nichts. Das ist wirklich komplett versiegelt und das erschüttert mich sehr. Also ich denke, hier ist wirklich Aufklärungsarbeit notwendig und auch sehr stark Meinungsbildung. Ja, Entschuldigung, wenn ich mich kurz vorstelle, mein Name ist Theodor Zillner, ich bin vom BM Fit. Ich stelle mir deswegen vor, weil ich bin unter anderem dafür zuständig, dass es dieses Programm Stadt der Zukunft gibt und dass dort auch diese Forschungsfragen mit der Begrünung der Fassaden ausgeschrieben wurden. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, für diesen wunderbaren Vortrag zu danken und andererseits eine Frage an dich, Rosi, beziehungsweise an andere Anwesende von der BOKU, das weiß ich nicht genau, stellen, inwieweit sie uns unterstützen können, weil ich möchte schon eins sagen, wir haben extrem viele wunderschöne Beispiele, wo wir Fassadenbegrünung versuchen, aber wehe, man kommt im zweiten oder dritten Jahr zu diesem Gebäude, das ganze Grünzeug ist furchtbar eingegangen. Könnte vielleicht irgendjemand von der BOKU uns helfen und eine Aus- und Weiterbildung für die Facility Manager Vulgo Hausmaster organisieren, dass die Pflanzen länger als eine Saison leben? Darf ich mir das von euch hier auf der BOKU wünschen? Ich stehe zu deiner Verfügung und ich glaube, ich bekomme sicherlich große Unterstützung von Bernhard und von der Ulle und ihren Kollegen und Kolleginnen. Du triffst natürlich hier auch einen wunden Punkt, weil Fakt ist, dass es eine Vielzahl von Begrünungen gibt oder von Begrünungsbeispielen, die aber alle, wie ich auch schon in früheren Forschungsarbeiten von mir nachweisen konnte, natürlich Mängel aufweisen. Und diese Mängel entstehen nicht, weil die Pflanzen das nicht leisten, was sie leisten sollen, sondern diese Mängel entstehen deswegen oder auch Fehler oder Versagen, weil sozusagen in der Konstruktion, in der Bauausführung Fehler passiert sind. Also wenn selbst auch in der Ingenieurbiologie, wenn ein Bauwerk versagt, hat das immer damit zu tun, dass Fehler in der Bauausführung passiert sind, Probefehler. Und das Gleiche ist natürlich mit solchen Begrünungen. Ich kann den nächsten Fehler schon vorhersagen. Das wird die Begrünung sein am neuen Kindergarten an der BOKU. Da hat man sozusagen einen knappen Dreiviertelmeter Freiraum gelassen für den Wurzelraum, für die Vertikalbegrünung. Also das ist so eine bodengebundene Begrünung mit Kletterpflanzen. Die Uli, glaube ich, hat es auch gesehen, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber wir haben darüber diskutiert. Wir haben diesen Wurzelraum gesehen, noch bevor er vollgefüllt war.
Jetzt war das nicht so, dass das ein Dreiviertelmeter mal ein Dreiviertelmeter ausgemacht hat, sondern der war unterirdisch zur Hälfte abgeteilt. Das heißt, de facto ist es nur mehr die Hälfte von einem Dreiviertelmeter. Das reicht als Wurzelraum nicht aus. Für keine Pflanzen, das reicht auch für eine Rabattpflanzung, für Friedhofsbepflanzung, aber nicht für eine Vertikalbegrünung. Und ich meine, dieses Gebäude ist nicht besonders hoch. Das heißt, wir werden versuchen zu beobachten, wie gut sich die Begrünung entwickelt. Und wahrscheinlich, also ohne Bewässerung geht es auch nicht. Das ist auch etwas, was wir wissen. Also die Bewässerungstechnik ist sehr wichtig. Gibt es auch ganz gute und neue Arbeiten dazu. Aber hier sind einfach Fehler am Platz passiert. Die müssen wir versuchen auszuräumen, indem wir auch eine gute und fundierte Ausbildung bieten. Das ist auch wirklich der Auftrag an uns. Ein bisschen sehe ich hier aber auch das Problem, dass wir zum Beispiel nicht alle Landschaftsplaner erreichen mit unseren Techniken. Wir sind derzeit noch im Wahlfachmodus oder in den Modulen. Das heißt, es kommen nur die besonders Interessierten zu uns, die letztendlich auch versuchen werden, in unserem Fach zu arbeiten. Aber nicht alle Absolventen der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitekturen gehen durch unsere Fächer und bekommen hier wirklich diese Basisinformationen mit. Aber wie gesagt, ich stehe zur Verfügung und es tut mir leid, dass du dich jetzt selbst vorstellen hast müssen. Das habe ich natürlich verabsäumt. Vielen Dank für eine wunderschöne Vorlesung. National gesehen, denke ich, leiden viele Großstädte unter Wasserknappheit und das Grünbau verbraucht dann viel Wasser, habe ich verstanden. Mhm. Gibt es da, sind diese Probleme Gegensätze oder gibt es eine Lösung, dass man auch in Ländern, die viel unter Wasserknappheit dann leiden müssen? Ja, zum einen gibt es natürlich schon verschiedene Ansätze, die dahin gehen, dass man versucht natürlich eben standardangepasste Pflanzen zu verwenden. Das sind natürlich in trockenen Gebieten auch in der Regel Trockenpflanzen. Die haben jetzt möglicherweise jetzt nicht dieses optische Grün, sozusagen diese intensive Farbe, sondern sind eher in der Färbung in Richtung braun oder bräunlich bis gelblich und so weiter. Das heißt, unter Umständen vermitteln die dann nicht so stark einen grünen Eindruck. Andererseits geht es natürlich auch darum, dass wir die Bewässerungen optimieren. Da passiert derzeit auch sehr viel. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von uns haben hierzu einige Kooperationsprojekte, wo es darum geht, diese Techniken und Begrünungssysteme zu optimieren in Richtung Sensorsteuerung bzw. Smart-Techniken. Und es ist jetzt teilweise schon möglich, befindet sich aber natürlich noch nicht in Umsetzung, dass man den Wasserverbrauch auf 50-60% runterschrauben kann. Also durch ganz gezielte Bewässerung und nicht dieses Übermaß an Wasser. Andere Konzepte gehen dahin, die auch schon seit einigen Jahren kolportiert werden, dass man eben auch Regenwasser bei uns in unseren Breiten nützbar einsetzt, auch in Zisternen sammelt. Das ist natürlich eine konstruktive Frage. Vom Zisternenbau scheuen sich derzeit ja noch viele in der Lage. Vielen Dank auch für deinen Vortrag. Du hast das Schlagwort Bioökonomie erwähnt. Wo siehst du in deiner persönlichen Arbeit und Zukunft konkrete Anknüpfungspunkte zu diesem Schlagwort? Naja, wie ich erwähnt habe, am ehesten sozusagen im Ausprobieren, ob unsere Techniken sich eignen für die Produktion von Biomasse. Das heißt, absehbar oder jetzt schon kommen ja deutlich mehr Nutzpflanzen zum Einsatz, als wir bisher in der Landwirtschaft oder dieses Nutzpflanzenspektrum erweitert sich sehr stark, vor allem wenn man es in Bezug setzt, zum Beispiel auch zu deinem Thema, welche Fasern und Pflanzenrohstoffe ihr verwenden könnt und wollt auch in der Zukunft. Und ich denke, da gibt es ein sehr großes Spektrum an Pflanzen, die wir bei uns auch noch austesten können, wie weit sie vom Zuwachs her profitabel sind unter Umständen oder auch so befriedigend, dass wir in kurzer Zeit auch die entsprechende Masse zusammenbekommen. Was ich sehr spannend fände, sind die Techniken aus diesem Vertikalbau, wie zum Beispiel ich dargestellt habe mit den Vertikalbegrünungen aus Holzkreinerwänden, wo ich sozusagen auf wenig Fläche und wenig Raum eigentlich eine passable Biomasse zustande bringen. Noch dazu mit dieser Art der Begrünung, weil wir in der Ingenieurbiologie im Speziellen, wo wir Pflanzenstämme einlegen, damit einen mehrtriebigen Wuchs erzeugen. Das heißt auch in kurzer Zeit deutlich höhere Biomasse in Produktion bringen können als bei einer normalen Pflanzung. Das wären spannende Ansätze auch für die Bioökonomie in der Rohstoffproduktion, die bisher aber wirklich völlig unangetastet sind. Also das spielt sich derzeit noch in meinem Kopf ab. Bin natürlich noch auf der Suche nach Konzepten oder auch nach Unterstützern, um hier mal auch eine Forschungsarbeit durchzusetzen. Ein anderer Ansatz, wir hatten mal darüber gesprochen, falls du dich erinnerst, ist natürlich, dass ich im Landschaftsbau auch die Möglichkeit sehe, mehrere Fabrikate sozusagen einzusetzen, die aus biogenen Stoffen erzeugt wurden.
also die Biomaterialien so, oder durch die, die fossilen Stoffe, die wir derzeit benutzen, auch in der Landschaftsbautechnik und im Landschaftsbau sukzessive zu ersetzen. Das wäre auch ein Wunschthema von mir. In diese Richtung möchte ich noch stärker gehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle sehr schön diese grünen Städte vor Augen, die du so lebendig jetzt gemacht hast. Etliche Fragen sind gestellt. Es scheint im Moment so, dass keine hier ganz allgemein mehr gestellt werden sollen. Aber es ist so, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, nun weiterzusprechen. Das ist also hier jetzt nicht das Ende des Ganzen, sondern jetzt geht es richtig los, sowohl mit dir hier auf der BOKU natürlich nach der Antrittsvorlesung, als auch mit uns allen zusammen heute Abend, weil wir nämlich noch gemeinsam drüben im Nachbarhaus, im Foyer zusammen weiter diskutieren können und ein Buffet genießen dürfen. Herzlichen Dank ans Rektorat, herzlichen Dank dir, Rosi, herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie da sind, und jetzt geht's weiter. Applaus